So, das müssen wir jetzt erstmal hier ausmachen. Sag bitte nicht, das ist jetzt nur der Redstone und dann war's das. Da würde ich mir jetzt aber schön verarscht vorkommen. Oh nö, ich höre Schergen. So. Ich finde das voll doof, dass ich jetzt, also wenn ihr das seht, bin ich ja die Woche quasi gar nicht da. Finde ich voll doof. Weil da muss ich dann irgendwann am Abend dann meinen Stuhl abholen. Ich kann nicht hören. Warte mal, nicht, dass hier die Musik viel zu laut ist. Mal ein Stückchen leiser machen. Obwohl die Musik bis jetzt eigentlich noch nie so wirklich geschrien hat, ne? Haha! Auf welcher Höhe ist... Nee, ich schaue nicht nach, auf welcher Höhe wir sind. Wir sind auf Lava-Höhe, also sind wir irgendwo so um die... Naja, ich denke mal... 15. Irgendwo so. Oh. Hallöchen, wo geht's denn dahin? Hier muss auf jeden Fall zugemacht werden. Da ist es hell. Ich kann euch hören. Aber hier waren wir noch nicht. Oder doch? Na komm. Hol dir. Oh, was ist denn? Geht doch. So, dann knipsen wir jetzt erstmal hier die Lava aus. Die Lava, soll ich das Wasser? Oh, guten Tag. Ja, der ist genauso angepisst von den Wassermassen. Aha. Wo komme ich denn hier hin? Da ist schon wieder ein Smaragd. Hallöchen. Mit lauter Zombies. So, du aus und dann der da oben auch noch. Und der da drüben auch noch. So. Jetzt zu meinem Smaragden. Danke sehr. Und dann können die Jungs auch mal antrappen hier. Alter. So. Wo kommst du denn her? Ups, entschuldige, Flapsi. So. Schon 4 Stück? Na, Heidewitzka, da ist noch mal einer. Das hier eine Smaragdhöhle, sag ich mal. Krasser Mist. So, vielleicht noch einer. Oh, da hinten waren wir schon. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir haben schon seit Ewigkeiten, also seit wirklich Ewigkeiten, keine kleinen Höhlenspinnen mehr gesehen. Haben wir die ausgerottet? Und wenn es nur aus Versehen ist? Oh nein. Da schießt er. Oh, 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 oh. Na dann. Nom, 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 nom. Nein! Alter, was? Wie schlecht ist das denn bitte? Wie, Alter. Ja, ich weiß, ein Feuer... Halt, falsche Richtung. Feuerschutztrank oder so hätte mir jetzt das Leben gerettet, aber... Im Normalfall überlebe ich das doch. Oh Mann. Oder vielleicht hat mir der Zombie noch eine mitgegeben. Das kann natürlich auch sein.
Naja. Ich sag mal, wir sind bestimmt noch keine 10 Mal gestorben, von daher das eine Mal, das ist auch ärgerlich. Was rede ich denn hier? Ach, Scheibenkleister, ich brauche eine Spitzhacke, ich habe mich eingemauert. Aber zumindest ist unser Zeug noch sicher. Jetzt aber schnell, ich brauche irgendeine Spitzhacke. Ich nehme mir da einfach so eine Steinspitzhacke mit, damit ich hier innerhalb der 5 Minuten bleibe. Und was zu essen wäre vielleicht auch nicht verkehrt, wenn ich mir mitnehme. Meine Güte. Und jetzt, wenn das Zeug decayed, verschwindet und ich dann meine Behutsamkeitsspitzhacke wieder verloren habe, dann ist aber was los hier, Freunde. So, hier schnell, zack. So, hier, ach, scheiß drauf. Nom, 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 nom. Was die hat, schaue ich danach nach. Nach. Knaf, knaf. So, jetzt wird es auch noch dunkel. Alter. Komm, ich habe keine Zeit für so einen Humbug. Ich habe nur noch, ich glaube, 4 Minuten oder 3. Das wird dann schon langsam kritisch. Ich hätte mir vielleicht ein Schwert mitnehmen sollen. So. Ich laufe einfach. Ich laufe einfach an allem vorbei. Ich bin flink wie ein Wiesel. Das Skelett wird mich nicht kriegen. Das Hühnchen wird mich nicht aufhalten. Ah, vorbeigewieselt. Der Zombie, der ist mir egal. So, und jetzt los. Oh shit, wenn ich meinen Wassereimer dabei gehabt hätte, wäre ich jetzt komplett runtergesprungen. So, lauf. Oh. Immer mit dem Essen am Limit bleiben. So, lauf. Hier irgendwo, wir kommen dem Ganzen schon näher. Das war doch nicht hier. Zurück. Ich habe die Smaragden hier rausgebaut. Hier, da runter. Oh, Gott sei Dank noch alles da. So, 1, 2, 3. Ich bin aber ganz schön voll, ne? Wo ist mein Schwert? Schwert. Ja. Da ist das Schwert. Puh. Alter Verwalter. Dam. Nee. Oh, der war auch intelligent. Alter Schwede, wir haben unser Zeug wieder, Freunde. Wir, alles wieder gut. Alles wieder gut. So, warte mal, ich pack mal. Was habe ich jetzt hier eigentlich mitgenommen? Effizienz, Haltbarkeit, Glück. Ein paar Steine darunter, den Kies. Ein paar Steine sollte ich vielleicht behalten. Pilze, Hände, Augen, Erde, das Zeug. Den ziehen wir an. Und dann ist wieder alles schick. So. Alter. Smaragdhöhle. Eine Diamanthöhle wäre mal was. Habe ich mich vielleicht auch ein bisschen dämlich gerade mit der Lava angestellt. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ah, mein Gott. Wir haben ja alles wieder, von daher ist alles gut. Alles nochmal gut gegangen, sozusagen. Aber aus Fehlern lernt man ja auch. Wie viel von der Kohle haben wir denn? 4 Stück können wir noch nehmen.
ja. Jetzt machen wir mal ein Lied weiter, jetzt ist ja nicht mehr so toll. So aufregend. So, und dann kommen wir, glaube ich, langsam schon wieder. Wo denn? Mal schnell auf den Boden. Hier muss doch irgendwo irgendwas sein. Ah. Hallo. Tja, Überraschungsangriff von hinten. Hättest du nicht mitgerechnet, wa? So. Oh, hallo Flapsi. Da geht's ja auch noch weiter. So, Sekunde. Entschuldige, Flapsi, zum zweiten Mal. Wo kommen die denn alle her? Das ist echt Wahnsinn mit den Smaragden hier. Ein echter Wahnsinn. Wohlstand tut sich kund. Wir müssten eigentlich auch irgendwie... bin ich gerade am Überlegen. Eine Art Schatzkammer oder sowas im Keller müssten wir eigentlich auch bauen, ne? Oder bauen wir dafür ein separates Gebäude? Könnt ihr mir ja auch mal sagen, was ihr denn davon... was ihr zu dem Thema so denkt, so... Schatzkammer als separates Gebäude oder Schatzkammer im Keller der Feste? Ach, guck mal da hinten. Hat beides irgendwie seine berechtigte Daseinsberechtigung. Weil hast du irgendwo zentral eins gelegen, besteht die Gefahr schon weniger, dass irgendjemand natürlich dann die Feste wegen der Reichtümer angreift. Hast du es innerhalb der Feste, hast du natürlich einen höheren Schutz davor, dass dich jemand angreift. Es hat beides so sein Pro und Contra, deshalb entscheidet ihr mal. Ich bin hier nur der Typ, der baut und ihr seid jetzt mal mein Gehirn. So. Ich wacke schon wieder mit den Beinen. Ich freue mich so extrem auf diesen Stuhl, weil ich habe mir noch nicht so gedacht, ne? Es gibt hier prinzipiell sehr wenige Stühle, wo ich meinen Kopf anlehnen kann. Also so richtig. Wo ich den abstützen kann und so weiter. Lapis. Und das ist halt einer. Da habe ich mir so gedacht, hätte ich den früher gehabt, würde ich jetzt bestimmt nicht so schief da sitzen. Sondern wäre bestimmt in Form und Haltung noch gerade. Ah, mein Gott, das kriege ich dann auch wieder hin mit eisenhartem Training und hey, wechseln. Und Disziplin. Funktioniert das dann? So. Hast du gedacht? So. Boden? Nee, machen wir hier und hier. Weil hier gibt es eh nicht mehr allzu viel. Können eine kleine Probebohrung noch machen, ob es vielleicht noch irgendwas dort hinten gibt. Ja, ein bisschen Redstone. Aber nichts, was effektiv wäre, ne? Nee. Ich dachte, ich hätte Lava gehört. So. Nur denn, da gibt es auch so nichts mehr. Dann hängen wir hier höchstens noch mal eine Fackel mit dran. Und dann geht's. Na, super. Monster, wo man hinguckt. Nirgendwo ist man mehr sicher. So, gibt es hier wenigstens Zwischengang. Jetzt kann ich mal, während ich so eine kleine Probebohrung mache, mal ein Schlückchen Tee trinken. Natürlich nicht.